So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA Ultimate Team. So, letztes Spiel, souverän 5:3 gewonnen. Ja, hier nochmal jetzt mein Team, ganz neu wieder alles, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Jetzt noch Reus im Team, hier Podolski und Gündogan in der Zentralmittelfeld, weil mir ein Zuschauer den Tipp gegeben hat, ihn in die Zentrale zu tun, anstatt Kroos. Ja, habe ich getan. Ich weiß nicht genau, ob es was gebracht hat, ist mir nicht wirklich aufgefallen, da ja auch Gündogan nicht wirklich in der Zentralen da was zu tun hat, in der Offensive. Ja, jetzt sieht man hier, schönes Barclays-Team hat er mit Cech, Hazard, Torres, Ramirez, Gerard, Johnson, glaube ich, Evra, Fellaini, glaube ich, ne, nicht Fellaini, fällt mir der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall ziemlich starkes Team. Aber ich denke mal, unser Bundesliga-Team kann ja noch mithalten. Mithalten. Ja. Und mal gucken, was er so drauf hat. Den Klassenerhalt haben wir ja auf jeden Fall schon gesichert. Aber natürlich gibt es hier noch Luft nach oben, indem wir hier vielleicht noch die Meisterschaft gewinnen. Das wäre natürlich richtig nice. 8000 Münzen plus ein Goldpack. Fände ich auf jeden Fall gut. Kann die Münzen gut gebrauchen für mein Liga BBVA-Team. Da ich mir ja noch den Jester demnächst holen will. Ja, und das sollte eigentlich eine Flanke in die Mitte werden. Aber, oh, schade. Wenn Podolski den bekommt, wird es gefährlich. Ja, und wie gesagt, ich will mir noch Iniesta und Marcelo holen für mein Liga BBVA-Team. Nur dafür habe ich momentan wirklich gar keine Münzen. Da ich ja... Oh! Was war das? Scheiße, ey, das war echt geil. Also... Ah, schade. Aber wie im letzten Spiel schon früh zurückgelegen und trotzdem gewonnen noch. Ja, auf jeden Fall, die zwei Spieler sollen noch ins Team. Vielleicht überlege ich mir bald noch Neuer zu holen und auch um das Team zu tun, da er der beste, eigentlich der beste FIFA-Torwart ist. Zumindest hat mir das mal jemand gesagt und ich finde es auch persönlich, auch schon mit ihm gehabt, mal früher in der Bundesliga-Mannschaft von mir. Fand ich echt nice. Und Casillas finde ich jetzt nicht wirklich so überragend bei FIFA. Ist zwar der beste von der Wertung her, aber dem passieren immer mal wieder so komische Fehler, die ich nicht verstehe. Oh, und dann laufe ich hier daneben, schade. Auf jeden Fall ist Neuer da, finde ich, besser. Erst recht, weil Casillas auch kleiner ist und damit auch wirklich ein paar mehr Probleme hat. Ah, und jetzt hier auf Podolski. Kriegt ihr den Ball noch? Ja, kriegt er. Und jetzt flanken wir mal, ist der Linksfuß. Und, oh, die geht knapp nicht daneben, aber knapp kriegt der Spieler den nicht mehr hier. Und jetzt hier werden wir, oh, mal einfach kurz umgerannt. Ah, jetzt holen wir mal Adler raus. Ja, war vielleicht nicht wirklich schlau. Wenn er geschossen hätte, wäre er reingegangen. Müssen wir aufpassen. Hat auf jeden Fall schnelle Spieler auf vorne mit Hazard da und Ben Afra. Und jetzt gibt es hier mal für uns eine gelbe Karte, ne, ist klar. Aber dafür eben fürs Umrennen, ne, gibt es nichts. Jetzt hier, den Cut Adler sicher. Und vorne steht keiner. Jetzt schon Podolski. Ah, schade, ganz klein wenig zu lang hier. Jetzt, ah, schade. Na, komm schon. Den kriege ich noch. Oh, und dann... Also, das macht er echt gut hier mal im Strafraum mit seinen Getrickse da. Jetzt hier mal Podolski. Ah, da wollte ich hoch auf Götze spielen. Der sich da schön freigelaufen hat. Oder zumindest hat sich angedeutet, da zu stehen. Und in die Gasse zu laufen. Klappt nicht ganz, aber jetzt vielleicht... Oh, und dann läuft mein eigener Spieler mir da in die Füße. Was ist das denn, ey? Ohne Scheiß, Mann.
Boah, wie mich das abfuckt. Mein eigener Spieler läuft mir dazwischen, ey. Boah, wie ich sowas hasse. Ich hasse sowas, ey. Weil ich jetzt hier auch schon wieder so knapp vorbei sozusagen am Ball. Und ja, jetzt gibt's was. Was ist los? Ah, okay, Freistoß für mich. Hat wahrscheinlich dann im Nachhinein mal kurz gegrätscht. Jetzt komm, komm, komm schon! Mann! Wieso schießt denn der den dann so umplatziert, bitte? Genau, genau auf den Torwart. Warum? Aber jetzt hier Reus vielleicht nochmal. Und jetzt, komm! Oh! Schießt er mit links und nicht mit rechts? Ist eigentlich Rechtsfuß? Warum macht er dann nicht mit rechts? Jetzt hier Santana. Ah, mache ich hier schlecht, aber da, Mann, schon wieder. So ganz knapp immer. Ja, und jetzt hier. Oh, nicht gut rausgespielt. Überhaupt nicht gut rausgespielt. Und schöne Parade von Adler, aber auch ein richtig geiler Schuss von Ramirez. Und hier den köpfen wir schön raus. Und, ah, kriegt ja trotzdem noch hier wieder den Ball. Und der ist wieder abgeblockt zur Ecke. Holen wir den Torwart raus. Ah, falsche Entscheidung. Ganz falsche Entscheidung. Ah, da sah es aus, als wenn der kürzer kommt, die Ecke. Oder mehr in den 5-Meter-Raum. Ja, nicht gut. Scheiße. Das ist echt nicht gut. Das wird schwer hier. Erst recht wegen seiner richtig krassen Mannschaft. Ach. Vielleicht wird das die nächste Niederlage. Und jetzt schießt wieder Hummels den Freistoß. Würdest du mich eigentlich verarschen? Und den machen wir direkt und der kommt sogar gut. Ganz knapp über die Latte von Reus hier. Schöner Schuss. Aber von so einer Entfernung ist natürlich immer schwer. Oh! Und was macht Adler denn da? Was macht Adler da? Hat der denn nichts in seinen Beinen da zum Laufen oder was? Ey, wie lahmarschig ist der denn? Alter. Leck meine Eier, was ist das denn gewesen, bitteschön? Ey, der hat vielleicht eine Sprintgeschwindigkeit hier von 20 oder was? Alter. Der trabt da hin zum Ball. Das ist echt nicht mehr normal hier. Boah, das regt mich jetzt gerade richtig auf. Ich schieße einfach mit Hummels die Ecke, mir scheißegal. Boah, ey, wie mich das gerade richtig abfuckt, ey. Boah. Ich komme nicht drauf klar. Was macht Adler für eine Scheiße da? Was macht der für eine Scheiße? Gibt es nicht, ey. Gibt es einfach nicht. Jetzt komm, Adler, jetzt komm mal. Ja. Boah. 3-0, das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Also da noch irgendwas rauszuholen, wird extrem schwer. Wäre das jetzt hier irgend so eine Bauernmannschaft und nicht so wirklich guter Spieler? Wäre das nicht so schwer, aber ja, jetzt, ja, das kann auch mal jetzt gelb geben hier. Habe ich gerade eine Nachricht bekommen von irgendjemandem. Habe gar nicht drauf geachtet. Und hier spielen wir mal lang raus. Okay. Jetzt ist Halbzeit, natürlich nicht ziemlich schön hier gespielt. Aber man sieht hier eigentlich von den Werten her bin ich besser. Zweikämpfe mehr, Ballbesitz mehr, Schüsse aufs Tor mehr, Schüsse mehr. Nur die Tore stimmen nicht. Ja. Das sollten wir verbessern. Hat natürlich jetzt auch hier... Ja, jetzt kriege ich eine Spieleinladung von... Na ja, okay, einem Abonnenten von mir. Vielleicht wird die nächste Folge mal ein Abonnenten-Special. Oder einfach mal ein Abonnenten-Spiel. Wenn er dann noch online ist. Und jetzt komm schon, komm Fafan, setz dich hier durch. Oh, schade.
Schade, schade, schade. Und jetzt läuft natürlich Ben Affra da steil. Jetzt komm Adler, ja, jetzt. Boah. Eigentlich ist er ja sehr gut, nur wirklich jetzt dieser Patzer, der... Ja, fuck mich jetzt sowas von ab. Ja, jetzt komm. Jetzt zeig mal, Reus, was du drauf hast. Eine Flanke und... Ah, das war jetzt nicht allzu schwer für Schech. Und boah, Hummels. Ey, ich hab... Wieso kann man das nicht umstellen? Das regt mich richtig auf. Ja, und jetzt hier wirft er sich schön in den Ball. Ah, okay, jetzt geht er offline, der Typ, gegen den ich eigentlich gleich spielen wollte. Schade. Hätte gern gegen ihn gespielt. Wäre mal was anderes gewesen. Und jetzt hier... Ah! Spiele auf Reus, Alter! Spiele auf Reus und nicht da auf... Bin auch immer der, der in der Mitte war. Aber nein, du spielst natürlich wieder den kurzen Ball. Also in dem Spiel läuft echt nicht so viel zusammen. Momentan. Und jetzt hier macht er schön und... Schön drüber geschossen. Und jetzt hier mal gucken. Ne, kann er sich nicht durchsetzen. Jetzt hier wieder nicht. Ah, jetzt gibt es noch Freistoß für ihn, ist klar. Boah, will der mich eigentlich hier verarschen, Alter? Ja, jetzt komm noch mal. Oh, meine Fresse. Wieder ein Ticken zu lang. Jetzt schießen wir mal mit Podolski direkt drauf. Ja, wird auch nichts. Und jetzt hier wieder Ben Affra. Diesmal zu lang von ihm gespielt. Und ja, genau. Hummels schmeißt in den Ball. Sollte ja zu dir kommen auf jeden Fall. Meine Fresse, was machen die da für eine Scheiße? Ja, und jetzt hier gegen Hazard. Aber das macht Adler diesmal gut. Ja, komm schon. Das wird auf jeden Fall nichts mehr hier mit einem Sieg oder überhaupt ein Punkt. Vielleicht aber noch mal im Tor für uns und ja, genau. Gib nochmal einen Freistoß für ihn. Wie wollte er ihn schießen? Direkt und das war kein Problem für Adler. Jetzt hier mal Fafan auf Podolski. Der gegen Efra. Ah, Efra ist nicht langsam. Jetzt meine Flanke mit rechts, die sogar gut kommt. Und dann macht Gündogan hier seine erste schöne Aktion, die ich mitbekomme. Das 3:1 verkürzt nochmal ein bisschen. Na, jetzt könnte es vielleicht sogar nochmal spannend werden. Glaube ich zwar nicht, aber... Ah, wer weiß. Vielleicht passiert mir ja der ein oder andere Fehler noch. Dass es hier für uns möglich macht, nochmal dran zu kommen. Ja, wie zum Beispiel das hier. Jetzt machen wir mal einen langen Ball. Ah, okay, wir sollten jetzt auch nicht zu überhastet nach vorne spielen. Jetzt hier mal Götze. Nochmal abbrechen. Auf Farfan. Und, ah, den bekommt er nicht. Kann er sich nicht durchsetzen. Na, jetzt komm doch mal. Gib mir den Ball. Und ja, genau. Ey, das ist dann wieder kein Foul oder was? Willst du eigentlich verarschen? Da hat er den ja nur übelst aufs Maul gelegt, ne? Meine Fresse. Ja, bleib unten am Boden liegen, du Pussy. Boah. Spiel auf die Außen. Genau dahin. Und jetzt komm schon. Ah, okay. Das war kein guter Pass. Ah, okay. Spiel zu dem Spieler, der im Abseits stand. Ja, nee, ist klar, Junge. Also die Pässe, die da manchmal spielen, sind sowas von für einen Arsch. Den muss man einfach nicht verstehen. Und jetzt macht er hier fast noch das 4-1.
Also das Wasserspiel hier ist echt, was wir hier spielen, ist echt krass. So eine Scheiße, ey. Ja, okay, jetzt bleiben uns noch 9 Minuten. Ja, das ist natürlich extrem schwer und ja, der kommt wieder nicht an der Pass. Aber die Pässe momentan sind nicht gut. Manchmal liegt es an mir und ja. Oder wie hier zum Beispiel mal am Spieler, dass er mal so einen verfickten Pass spielt, ne? Komm, Podolski! Mann, das sollte eigentlich ein Pass sein. Der aber dann ziemlich unüberlegt war. Und jetzt hier. Komm schon, Adler, komm. Ah, macht er wieder gut. Ja, hat ja jetzt wenigstens seinen Fehler mal ausgebügelt von vorhin. Und, uff. Das war ein geiler Kopfball da. Ja, komm, vielleicht noch ein Tor. Ein Tor vielleicht, ein Tor. Ah, oh, nein, kein Tor. Mann! Ja, jetzt spielt er hier raus. Das war eigentlich schon klar. Und ja, kommt schon Santana. Jetzt komm. Und wieso spielst du da hin? Aber obwohl doch. 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 Alter. Lauf doch mal weiter, du Bauer. Meine Fresse. Bleib doch nicht stehen. Wenn überhaupt, wenn er stehen geblieben ist, weil er festgehalten wurde, dann war es ein Foul. Kann man auch wieder einen Freischuss geben, ey. Oh, dann hier wieder so ein verkackter Ball. Meine Fresse. Ja, und dann, was willst du mit dem Ball machen, Alter? Willst du ein bisschen mit dem tanzen oder was? Boah, leck mich doch. Ja, jetzt hier 3-1 verkackt. War nicht wirklich gut, aber jetzt sieht man Gündogan, der beste Spieler. Ja, das gefällt mir. Ein Patzer von Adler war drin auf jeden Fall. Na, Pässe kamen nicht wirklich an. Manche Pässe waren echt scheiße gespielt. So, jetzt wird es natürlich echt schwer, noch die Meisterschaft zu kriegen. Aber egal. Dann ist die Folge auch hier beendet. Dann würde ich sagen, wenn du mehr sehen willst von mir oder so und dir die Videos gefallen, kannst du mich ja abonnieren. Oder mal auch Feedback geben, wie dir so die Videos gefallen und so. Und vielleicht noch unten in die Kommentare mal schreiben, so Verbesserungsvorschläge für die Bundesliga-Mannschaft. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.